Beim Hören von Schallplatten kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Einfach durch die Sammlung stöbern und ein gutes Album auflegen. Neben dem Plattenspieler und dem Tonabnehmer hat aber auch die Verstärkung des Signals einen riesigen Einfluss auf die Qualität der Wiedergabe. Darum haben wir drei verschiedene Phonoverstärker miteinander verglichen. Der Rega Aria für 1390 Franken, der Exposure XM3 für 890 Franken und das günstigste Gerät, der Moon 110 LP V2 für 480 Franken. Alle drei sind Transistorgeräte und bieten eine umfassende Impedanzanpassung für verschiedene Tonabnehmer. Vom Klang her tönen alle drei Geräte sehr gut und man merkt, dass die Hersteller etwas von ihrem Fach verstehen. Der Moon 110 LP V2 ist unter anderem wegen dem kleinen Gehäuse relativ günstig. Das Netzteil wird hier nämlich extern angehängt, was in der Entwicklung und Produktion deutlich weniger kostet. Die Resultate sind differenziert und exakt. Schon für wenig Geld kriegt man also erstaunlich gute Leistung. Der Exposure XM3 ist aber noch ein bisschen besser. Vor allem bei der Definition und der Klangfarbe legt das Gerät zu. Auch sind die Wärme und Stringenz im Bassbereich ein bisschen besser. Die grosszügige Stromversorgung kommt dem Modell zu gut. Der beste Phonoverstärker aus der Auswahl ist aber definitiv der Aria von Rega. Nicht nur ist die Musikqualität insgesamt am besten, auch der druckvolle Bassbereich ist faszinierend. Rega baut auch selber Plattenspieler und wenn so wie im Video auch die anderen Komponenten aus dem gleichen Haus kommen, hat der Aria nochmal einen kleinen Vorteil. Ausnahmsweise gibt es bei den drei gezeigten Modellen also Verbindung zwischen Preis und Qualität.